Mein Name ist Andreas, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Compress, ursprünglich einer der beiden ersten Auszubildenden, die wir hier hatten und letztes Jahr mit der Ausbildung fertig geworden und seitdem halt hauptsächlich zuständig für Sidebidding-Sachen, Projektmanagement und seit einigen Wochen, Monaten jetzt auch, wenn es um Fragen geht zum Zoller, zur Suchfunktion innerhalb von Drupal, bin ich die erste Ansprechperson bei uns bei Compress. Okay. Gut, da habe ich auch was über dich gelernt. Dann kommen wir zum Thema. Es geht um Solar und erzähl uns einfach, was ist Solar überhaupt? Warum braucht man das? Also Solar ist grundsätzlich eine eigenständige Suchmaschine, die auf Java basiert, die ursprünglich auf Lucene aufsetzt und die ein Framework bietet, halt Inhalte, egal aus welchen Systemen sie kommen, zu indexieren und durchsuchbar zu machen. Okay, also das heißt, es ist nicht Drupal-spezifisch, sondern... Nein, es ist nicht Drupal-spezifisch, es ist eine der weitverbreitetsten Suchmaschinen, beziehungsweise Suchmaschinenalgorithmen, die es zurzeit gibt. Okay, gut. Und warum soll man das nutzen, anstatt einfach bei Drupal die interne Suchfunktion zu nutzen? Weil es gibt es auch, oder? Man kann natürlich die Drupal-Core-Suche verwenden. Die hat allerdings den Nachteil, dass sie einfach nur eine reine Datenbanksuche ist, sprich sie sucht einfach nur den MySQL-Datenbank, einfach Volltextsuche. Sie hat zwar auch ein bisschen was von Relevanzsuche, Ähnlichkeitssuchen, allerdings ist sie einfach darauf nicht ausgelegt, sondern das ist halt dann speziell, darauf ist halt dann der Zoller wirklich ausgelegt und er hat da seine Stärken. Also die Drupal-Seite wird einfach nur den Content darstellen und speichern und die der Zollerweiter hat dann eine performante, einfach durchsuchbare Suchserver darstellen. Okay. Ja. Und wie wir am letzten Freitag gesehen haben, kann man alles Mögliche damit machen. Wir hatten eine Schulung zum Thema mit Markus Kalkbrenner und da habt ihr viel darüber gelernt. Kannst du einfach ganz kurz erzählen, das Prinzip, was ist Indizierung? Also warum kann ich nicht einfach sagen, ich suche einfach die ganze Datenbank durch, bis ich das finde, was ich haben will. Auch der Zoller ist ja nur eine Datenbank. Aber diese Datenbank ist halt schon so aufbereitet, dass sie dort schon solche Sachen drin hat, wie Stemming, wie Gewichtung von Inhalten, also sprich, dass einige Textbausteine höher gewichtet werden als andere Textbausteine. Was halt einfach die Core-Suche nicht hat. Die Core-Suche nimmt halt einfach jeden Text, packt ihn in seine Datenbank rein und durchsucht sie dann. Okay. Also hat die Core-Suche dann auch auch indiziert. Also ja. Das. Okay. Okay, gut. Also dann das heißt, also Solar liefert nicht nur die Indizierungsfunktion, also diese Indexierungsfunktion, nee, sondern einfach nur die diese die der Suchalgorithmus, das liefert der Zoller. Okay, gut. Ja, das hatte ich vorher nicht richtig verstanden. Da habe ich auch mal was wieder gelernt. Ich hatte dich vorher gefragt, was Zoller ist und kannst du erklären, warum ist das so kompliziert? Also wir haben uns Hilfe herangeholt, also von Markus Kalkbrenner, dass du uns ein bisschen erzählt, wie das genau funktioniert. Warum ist das so kompliziert mit Zoller? Also grundsätzlich von der Drupal-Seite her ist es nicht wirklich kompliziert. Es ist alles relativ einfach. Es gibt zwei verschiedene Module dafür, die dir schon eine sehr gute Integration liefern. Wie heißen die? Das wäre einmal Search API Solar. Mhm. Das setzt auf die Search API auf. Und dann hast du noch Apache Solar Integration, was die Funktion der Core-Suche aufsetzt, hat dann wie mit dem Solar Backend hinten dran. Das sind die beiden Module, die einfach das von der Drupal-Seite her liefern. Interessanter wird es dann erst, wenn du zur Zoller-Seite wieder rüber gehst und dort die richtige Konfiguration machst. Du hast halt ab dort die Möglichkeiten, dass du einen Stemming anmachst, also sprich Wörter auf ihren Wortstamm zurückführen, heißt das im Endeffekt. Sprich aus Hunde wird nur Hund, sprich alles, was irgendwie mit Hunde, Hunden, Hunde ist, wird einfach auf Hund reduziert. Und dadurch einfacher zu indexieren, beziehungsweise einfacher zu durchsuchen. Und auch noch andere Sachen, dass du halt dafür sorgen kannst, dass
einige Wörter nicht gestemmt werden, dass du ein Spellchecking drin hast, was die Core-Suche auch nicht hat. Sprich, wenn sich jemand vertippt, wird ihm halt dann so ein Did You Mean Link angezeigt, okay. Und drin steht so, sie haben hier gerade das gesucht, meinten sie nicht vielleicht das, weil das passt ja eigentlich viel, viel besser. Ja. Man hat eine Ähnlichkeitssuche, wodurch man sehr schnell und mit einer relativ hohen Validität ähnliche Artikel, also Related Content, zu einem bestimmten Content rausfinden kann, was auch die Core-Suche nicht hat. Dort durchsucht er halt, also ausgehend von dem Artikel, auf dem ich mich befinde, übergibt er halt die ID und prüft dann halt, was steht in diesem einen Content drin und vergleicht jetzt alle weiteren Inhalte miteinander. Ja. Ergebnis ist, dass man irgendwann sagt, so, dieser Artikel ist sehr ähnlich zu diesem Artikel und dadurch können wir davon ausgehen, dass dieser Artikel für den User auch noch relevant ist. Okay, also es bringt jede Menge Funktionen mit, die auch für den Endnutzer sehr sinnvoll sind. Ja, auf alle Fälle. Und steigert auch Performance. Ja, auf alle Fälle. Also die eine reine Suche über die SQL-Datenbank ist definitiv inperformanter als eine Suche wie der Solr, der halt wirklich ganz gezielt darauf programmiert worden ist, Dinge zu durchsuchen, was die SQL-Datenbank ja nicht ist. Die SQL-Datenbank ist dazu da, Inhalte zu speichern und nicht durchsuchbar zu halten. Okay. Und wenn man sich überlegt, Solr einzusetzen, man muss ziemlich viel Zeit dafür einplanen, oder? Weil dieser Tuning der Datenbank, nur ein Beispiel, das Markus gebracht hatte, war das mit der Sprache. Warum ist das so kompliziert, ob es auf Deutsch ist oder auf Englisch, soll es eigentlich egal sein, oder? Also grundsätzlich ist ja so, wir leben nun mal auf einer englisch-dominierten Welt. Und dort sind einfach alle Grundkonfigurationen, was Schwierigkeiten in der Sprache betrifft, auch auf Englisch vorkonfiguriert. Wenn wir jetzt aber deutsche Sprache haben, dann haben wir sofort ein Problem, was passiert, wenn ich die Umlaute im Index weglösche. Solche Sachen wie aus Küchen, wenn ich das Ü zu einem U mache, dann haben wir Kuchen plötzlich und das ist natürlich einfach ein komplett anderer Begriff. Also ich jetzt Kuchen oder Küchen durchsuche, das sind solche Sachen, die einfach bedacht werden müssen bei der Suche. Oder auch im Deutschen gibt es die zusammengesetzten Wörter, also klassisches Beispiel in allen Blogs mit dieses Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft. Ja. Sprich, eigentlich nur wir Deutschen kennen das, dass wir einfach Wörter hintereinander weghängen und daraus wird dann ein neues Wort, was andere Sprachen einfach nicht kennen. Ja. Und dafür gibt es halt Algorithmen beim Solr, die halt dort dann wieder die einzelnen Wörter auftrennen und einzeln indexieren. Und ich kann halt auch verhindern, dass sie genau das machen, beziehungsweise ich kann dafür sorgen, dass sie es machen. Ja. Wodurch dann halt Donau-Dampfschifffahrt indiziert wird als Donau, Dampf und Schifffahrt. Und ich kann auch sagen Donau und Dampfschifffahrt. Okay. Sind das dann Konfigurationen, die zum Großteil schon geliefert werden? Die werden zum größten Teil schon geliefert. Allerdings, es gibt, um halt dieses Feintuning zu betreiben, im Solr gibt es neben den reinen Tokenizer und Filtern, die der Solr in einer Schema-XML speichert, noch Textdateien, in denen halt dann genau solche Sachen gespeichert werden. Also ein eigenes Wörterbuch für die deutsche Sprache, für Spellchecking. Natürlich klar ist, englisches Spellchecking auf deutsche Wörter ansetzen, wird nicht funktionieren. Genau die gleichen Geschichten, deutsche Stemmer, weil halt Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl einfach im Englischen und Deutschen anders sind, wenn in Deutschland halt irgendwie EN rangehängen wird für Mehrzahl, ist halt im Englischen irgendwie das S hinten dran. Und genau solche Sachen werden dann halt dann über den Solr konfiguriert. Ja. Okay. Also dann der Tipp wäre, wenn man sich damit beschäftigt und das operativ in einem Projekt einsetzen will, dann muss man auf jeden Fall Zeit dafür einplanen, dass man genau diese Tuning macht. Ja, also es ist nicht irgendwas, was man einfach, wie heißt das, Drop-In? Es ist nicht einfach nur so eine Plug-and-Play-Geschichte, sondern es bedarf Konfiguration und es bedarf auch immer wieder ein weiteres Feintuning, sei es durch die Gewichtung der Felder, die sich einfach irgendwann verändern können. Irgendwann hast du einfach zum Beispiel
wenn die Sonderdatenbank sehr, sehr groß wird und ein Wort immer und immer wieder auftaucht, dann denkt sich irgendwann der Troller auch, das ist weniger relevant. Hm. Gewicht geht automatisch runter und schon wird dieser Suchbegriff nicht mehr gefunden, obwohl er eigentlich total wichtig wäre. Okay. Ja. Darauf muss man also achten. Also sprich, Feintuning auch im Betrieb ist jederzeit nötig. Ja, okay. Dann es lohnt sich auf jeden Fall, wie wir es getan haben, sich Hilfe zu holen und seinen Workshop zu organisieren. Wir sind hier ein bisschen kompetenter geworden, was Solle betrifft. Denk und wir werden es auch in Projekte einsetzen. Wir werden es auch weiter in Projekte einsetzen. Wir haben ja jetzt vor knapp einem Jahr mit Solle zum ersten Mal angefangen. Laufen damit sehr gut, setzen eigentlich mittlerweile das Verlauf wirklich bei allen Projekten ein, auch wenn die Datenbank relativ klein ist. Weil der Grundeinstieg ist sehr einfach, nur das Feintuning braucht dann wirklich Zeit und Arbeit. Gut. Und schon die Grundkonfiguration ist besser als die Drupal-Suche. Ja, ja. Sehr schön. Also ich sehe gerade, dass die anderen in die Mittagspause gehen, dann ich will dich nicht davon abhalten, unsere Solle-Experte. Ja. Danke für deine Zeit. Danke für dich.